Wir sind jetzt im Tierhof Marzahn drinne und hier ist der Misthaufen von allen Tieren, von Schweine, von Hühnern, von Enten, Gänse und noch andere Tiere. Also wir sind hier jetzt in unserem Schweinegehege bei den neuseeländischen Kuhne-Kuhne-Schweinen. Das ist einmal der Max, der hier unten, der Schwarze, und einmal der Moritz. Die sind jetzt um die 4 Jahre alt. Die haben wir aus Neuseeland persönlich abgeholt und ja, die sind hier seit Geburt an, wurden mit der Flasche aufgezogen und kennen auch 2 kleine Kunststücke. Das kann ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Wir sind hier gerade bei unseren französischen Wildenten und unserem kleinen Taichun. Wir haben hier 2 Stück drin. Einmal der Mann und die Frau ist da drin, die brütet gerade. Die sitzt halt auf ihren Eiern und deswegen wollen wir sie dabei jetzt nicht allzu viel stören. Die müssen auch bald schlüpfen, so in circa 1 bis maximal 2 Wochen müssen die schlüpfen. Wir sind dafür zuständig, dass wir die altdeutsche Haustierrassen, also die rote Liste, werden wir hier halt die Tiere weiter züchten, damit es mehr von den Tieren gibt. Dazu gehören Hühner, Kaninchen, dann der altdeutsche Hausesel zum Beispiel, Schafe und Ziegen. Das ist ein englischer Kampfhahn, das ist unser Johann, der ist jetzt um die 4 Jahre alt. Ja. Wir können hier rüberspringen. Genau, wie gesagt, der klettert dann auf den Kopf, sitzt auf der Schulter. Und überall. Ja. Wir haben 365 Tage im Jahr offen, von 8 bis 16 Uhr und ja, jeden Tag, auch sonntags. Unter der Woche haben wir von 8 bis 18 Uhr offen, außer in der Winterzeit, da auch nur 8 bis 16 Uhr. Bei uns können die Besucher frei reinkommen, wir nehmen keinen Eintritt. Es kann zum Beispiel für Schulklassen, Kita-Klassen oder ähnliches, können Führungen gebucht werden, wo ich halt die Tiere alle nochmal genau erkläre, sie die Tiere streicheln können. Hallo, ich bin die Debra und wir sind hier ins Clara Z. King Park. Im Frühjahr durften nur die Männer wählen und dafür halt Clara Z. King. Darum gestritten, dass auch die Frauen wählen durften. Clara Z. King. Frauenrecht, Rechtlehrerin, geboren am 5.7.1857, gestorben am 20.06.1933. Der 11. Himmel ist eine alte DDR-Wohnung aus dem Jahre 1985. Wurde aber 2005 neu eingerichtet. Der Wohnungsvermieter, das ist der Konzern DGEWO, der hat sich da durchgerungen, dem Kinder- und Jugendprojekt auch diese beiden Wohnungen zu übergeben, mietfrei, dass sie dort kreativ mit umgehen können. Und sie kam darauf, einen Ort zu schaffen, an dem berufsorientierte Kinder- und Jugendfreizeit stattfinden kann. Pension 11. Himmel wurde seit 2005 eröffnet. Und auf diese Idee sind die Kinder dann eben, haben gesagt, nee, wir wollen Pension 11. Himmel machen für die Gäste. Dass die Gäste eben in Berlin Marzahn kennenlernen. Pro Nachtung kostet 13 Euro. Frühstück ist mit drin. Und wenn Sie Bettwäsche wollen, einmalig 3 Euro. Wie leben die Gäste? Ja, die Gäste, die leben, die sind eigentlich, wenn sie hier anreisen, so, werden sie erstmal so gucken und so, oh Gott, was kennen wir da überhaupt nicht, weil hier das einzige Hotel erstmal günstig ist. Dann fühlen sie sich auch hier wohl, ist auch nicht laut. Was hier auch immer hier rauf wird und die Kerze hier, ne? Weil durch den Brandgefahr.
Muss ja nicht alles kaputt gemacht werden, ne? Hier ist das Gästebuch, wo die Gäste sich dann eintragen, wie sie sich wohlfühlen. Ja, ne, klar. So. Da. Schön, sagen sie auch, wir schlafen wie Engel, ne? Vielen Dank für die himmlisch schönen Tage bei euch. Macht weiter so und bis bald. Vielen Grüße. Das ist die Originalaufschrift auf eine Betonplatte, als sie die Betonfabrik verlassen hat, um dann hier in dieses Haus eingebaut zu werden. Das ist der 15. Mai 1985. Und das ist Fridolin, der Fliegenpilz. Wir sind hier in Marzahn Nord. Hier gibt es sehr viele Kinder, fast 9000, glaube ich, noch. Und natürlich gibt es für diese auch viele Angebote. Also es gibt Jugendfreizeittreffs, es gibt einen Kinderkeller zum Beispiel, wo man am Nachmittag hinkommen kann. Der Kinderkeller hat in der Schulzeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet und am Wochenende haben wir Projekte. Und in den Ferien haben wir schon von früh an auf. Ja, hier im Kinderkeller können sich die Kinder am Nachmittag aufhalten, können spielen. Wir machen einen Wochenplan für die Kinder mit verschiedenen Veranstaltungen und wir machen auch einen großen Ferienplan für die Kinder. Die Kinder hier, die sind sehr nett, bis auf manche. Manche hören echt nicht, wenn man ihnen was sagt. Und ich würde es weiterempfehlen. Was kann man hier alles machen? Na, zum Beispiel haben wir hier unsere Roller und diese Olli-Dinger, die kann man sich ausleihen. Wir spielen hier Karten, wir spielen draußen, machen wir Halli-Hallo-Spielen. Wir haben hier hinten die Kuschelecke, da machen wir Spiele. Heute haben wir einen Wie-Nachmittag, da spielen wir Wie am Nachmittag. Hier kann man auch in die Schulwochen hingehen, manchmal machen wir auch was, wenn man noch Schule hat. Und ja. Das Theater gibt es schon seit 2002, da hier in Marzahn Nord sehr viele Russlanddeutsche leben und die haben sich gewünscht, eine Kulturstätte, haben wir gesagt, gut, dann werden wir ein deutsch-russisches Theater gründen und wer eignete sich besser als der Künstler zwischen zwei Kulturen, eben Anton Tschechow. Unser Programm ist so ausgerichtet, dass wir für jede Zielgruppe und für jede Altersgruppe was im Angebot haben. Das heißt, begonnen von 3 Jahren für die Kinder, über die Jugendlichen, über die mittlere Klasse bis zu den Senioren, die über 90 sind. Alles ist dabei. Für Kinder sind es meistens Workshops, Mitmachstheater und verschiedene Kurse. Immer, wo sie aktiv mit einbezogen sind. Es gibt es nicht nur passiv zum Zugucken. Und dann haben wir für Jugendliche verschiedene Theaterstücke. Das sind meistens wiederum zu aktuellen Themen, die die Jugendlichen beschäftigen und uns natürlich auch. Das ist Gewalt, Zivilcourage, Gewaltprävention, Mobbing. Na, in der Schule, sowas kennt ihr auch schon bestimmt. Das sind die Themen, die wir mit Jugendlichen bearbeiten. Und dann haben wir immer mal auch was zur Unterhaltung für die anderen, Kabarett- oder Theatergastspiele, wo wir uns immer Gäste auch aus anderen Theatern hierher reinholen. Das Theater ist hier nicht an Profit angelegt, sondern dass sich jeder, der hier wohnt, ob es ein Hartz-IV-Empfänger ist oder ein Senior nur mit Grundsicherung oder Studenten oder Schüler, jeder kann sich bei uns Theater anzuschauen leisten. Hallo! Um gerade hier in so einem Bezirk, wo so viele verschiedene Nationalitäten leben, dass man voneinander, von der anderen Kultur auch was weiß. Deswegen machen wir solche Veranstaltungen. Aber die sind nicht immer ausgebucht. Da kommen manchmal nur 10, 12 Leute. Aber trotzdem finden wir es wichtig. Natürlich mit Unterstützung der Kinder basteln wir selber unsere Requisiten, wie ihr euch jetzt auch überzeugen könnt, an dem Knusperhäuschen. Heckenbeeren. Einfach, aus einfachen Mitteln, aus Pappe, alles, was wir so zur Verfügung haben. Wir sind auf dem Barnimplatz. Dieser Platz ist in Marzahn Nord wohl der am meisten gehasst ist ein scharfes Wort, aber dem er am meisten mit Unwillen gegenübersteht.
Im Jahre 1994 und 1995 ist dieser Platz gebaut worden, und zwar nach einem Architektenwettbewerb. Und es wurde keinerlei Rücksicht genommen, dass hier eigentlich schon ein betonierter Stadtviertel war. Die Brache, die hier stand, die wurde einfach mit Pflasterstein und Beton zugeschüttet, und das soll es denn gewesen sein. Und er kostete insgesamt 4,5 Millionen D-Mark. Und hier in den Kuhlen, wo Gras und Bäume sind, dort sollten Brunnen sein, die aber aufgrund der Wasserpreise nicht eingebaut werden konnten. Auch gab es Vandalismus. Jetzt ist der Platz erstmal in dieser Form etwas bunter geworden, trotzdem nicht geliebt. Es gibt immer noch Pläne, ihn umzubauen. 4,5 Millionen D-Mark. Was hätte man damit alles an dieser Stelle machen können? Also die Häuser waren hier schon 85. 86 fertig, und das ist hier dieses Areal, wo die Bauwagen stehen. Hier sieht man noch die Umspannstation oder die Druckerhöhungsstation. Die ist jetzt hier dort mit Graffiti angemalt, und dort vor ist dann dieser Platz gebaut worden. Wir sind im Marzahner Norden und wir sind auf einer schwedischen Filzanlage. Also es ist die einzige Minigolfanlage, die es in Ostberlin gibt. Es gibt in Berlin 26 Minigolfanlagen, 25 in Westberlin und eine in Ostberlin. Und die eine besondere sind wir, weil wir eine Filzanlage haben. Das andere sind alles so ältere Anlagen, also meistens älter als 30 Jahre. Und unsere Anlage wurde 1998 gebaut und eröffnet. Und dann haben wir bis 2010 haben wir Saisonbetrieb gemacht, und 2010 haben wir dann dieses Haus gebaut und haben seitdem Ganzjahresbetrieb, weil wir in dem Haus auch noch Minigolf haben. Also wir können auch bei schlechtem Wetter oder bei Regen oder im Winter kann man natürlich dann auch Minigolf spielen. Wie lange hat es gebraucht, das hier zu bauen alles? Ah, genau, das kann der Aufbau der Anlage, der hat 3 Monate gedauert. Und um die Baugenehmigung zu bekommen, habe ich 4 Jahre gebraucht. Das war leider ein bisschen kompliziert, aber das ist eben so mit den Ämtern. Perfekt, eingelaufen. Das ist die Mini-Schorfheide von Marzahn-Nord. Und nun kann man sagen, die Städteplaner haben ganze Arbeit geleistet. Die Landschaft entspricht wirklich der Natur, die 60 Kilometer hier vor unserer Haustür sich in der wirklichen Schorfheide ausbreitet. Bei der Planung kamen natürlich auch Leute zu Wort, die sich für mehr als nur die Pflanzen interessierten, nämlich für die Tiere. Und der Wettbewerb ging an einen Künstler, der Hirsche in der Erde modelliert. Also er gräbt das Modell in die Erde rein, in Walderde, gießt den Beton rein, streicht ihn glatt. Und dann, wenn er abgetrocknet und gehärtet ist, wird er angehoben und man sieht dieses Bild. Hier bei uns 4-mal. Marzahn ist seit 1979 Stadtbezirk. Zuerst allein und dann mit Hellersdorf gemeinsam. In dieser Zeit wurde festgelegt, dass in Marzahn keine Garagen gebaut werden dürfen. Aber hier gab es den Wunsch, im Umfeld Garagen zu haben. Findige Planer machen daraus etwas, indem sie den Duden wälzen. Und sie fanden das Wort Multifunktionskiste. Die Multifunktionskiste sind diese kleinen Container, in die sowohl ein Auto passt, eine Vereinskneipe oder auch eine Werkstatt. Die Planer hatten gesagt, das muss so angeordnet sein, nicht im rechten Winkel, dass die Passagiere der Flugzeuge, die hier rüber weg nach Tegel fliegen, den Eindruck gewinnen, wenn sie runterschauen, da steht eine Schäfchenherde. Und deswegen harmonieren sie auch mit unseren Hirschen. Ja, Mann. Hi. Ich hab ein. Jetzt wirklich. Ich habe erfahren, dass 2004 die Terrassen angefangen wurden zu bauen und 2004 im Dezember fertig wurden. Und 1200 Wohnungen sind hier verschwunden, nur weil die Häuser kleiner gemacht wurden. Weil da keine gewohnt haben, und deswegen haben die wahrscheinlich kleiner gemacht, weil das viel zu viele Wohnungen waren. Das ist eine ehemalige Kaufhalle der DDR. Sie wird leider bald abgerissen.
sind sie traurig, dass die Kaufhalle abgerissen wird. Eigentlich nicht, weil sie ja schon leider außer Betrieb ist. Was wird denn da noch gebaut? Ein Wohnhaus. Okay. Guck mal, da oben steht noch so geschrieben. Guck mal, das ist ganz schön. Guck mal. Interkultureller Garten ist eine Art von Gärten. Die wurde in Deutschland, in Göttingen erfunden. Und zwar kam da einer auf die Idee, Menschen, die nach Deutschland kamen, aus allen möglichen Ländern, denen etwas anzubieten, dass die etwas zu tun haben, sich hier gut integrieren kann über dieses Tun. Und wir haben das hier nachgemacht. Und hier ist es hauptsächlich installiert worden für Migranten, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, also Russlanddeutsche, und für Vietnamesen ist das gemacht worden. Pflanzt man und erntet man eigentlich hier auch was im Garten? Ja, es wird hier sehr viel geerntet und gepflanzt. Es gibt ganz viele Parzellen hier. Und jeder pflanzt das an und erntet das, wozu er Lust hat. Das ist hier von einem Rumänen. Und da hat er sich dann hier so einen Brunnen, einen Zierbrunnen gebaut, so wie er es von seiner Heimat her kennt. Dann hat er sich hier einen Backofen, wie seine Oma mal früher gemacht hat. Und naja, dann macht er sich hier noch ein Teilchen. Dann hat er sich dann hier jetzt endlich mal ein Haus gebaut, damit auch mal die ganzen Materialien wegkommen. Und weil sie ja doch mal dann ganz offensichtlich mal gerne mal was wegnehmen, ne? Andere. Ja, und nun ist er dabei und nun macht er das alles schick hier, wie ich finde. Ja, so ein bisschen mit dem, was er so an Geld hat. Hat ja nicht viel Geld. War früher, vor dem Interkultureller Garten, war davor noch was? Ja klar, vorher war das auf dieser Fläche hier, war eine Kindertagesstätte. So ein Objekt, wie hier gleich nebenan auch steht. Und da das nicht mehr gebraucht wurde, weil es nicht mehr so viele Kinder hier in diesem Stadtbezirk gab, hat man es eine Weile stehen lassen, hat geguckt, was da passiert. Und als es nicht gebraucht wurde, hat man es abgerissen und anstelle hat man auf diese Fläche einen Garten, einen interkulturellen Garten errichtet. Das ist ein Insektenhotel. Da leben Insekten. Da hat schon eine Spinne ihr Netz gebaut und halt manche sind halt schon besiedelt und manche nicht. Wann wurde eigentlich der Garten hier gebaut? Der wurde 2005 eröffnet. Da war das alles total flach, da war hier nichts Grünes, es war alles flach geschoben, alles neu gemacht, es waren nur Wege, dann ein kleines Haus wurde da errichtet und ein Zaun rundherum gemacht. Und alles, was du hier siehst, ist seitdem angepflanzt worden und wurde von den Leuten gezüchtet und großgezogen. Und ich finde, das hat er sehr schön gemacht. Er ist also Russlanddeutscher jetzt hier, nicht? Also angenehmer Zeitgenosse. Den kann man gut hinkommen. Also 20, 25 Familien sind das, die das nutzen. Und die haben sich, wie gesagt, die Parzellen abgeteilt und so. Und die machen das total in Selbstverwaltung. Also es gibt keine Sozialpädagogen, es gibt keine staatliche Betreuung über das hinaus, was alle Gärten ohnehin kriegen. Also so. Und das ist Teil der Integration, dass sie es wirklich selber machen. So ist es auch damals mal festgelegt von also mit dem Bezirksamt damals, dass jeder so ein bisschen machen kann, wie er will.
auch eine Gemeinsamkeit als in so einem normalen Obergarten. Ich denke, 10.000 bis 20.000 Bienen müssen das sein zur Überwinterung. Und dann ist das alles schick. Dann schaffen die das auch, weil die müssen ja die Temperatur da drinnen regeln, die brauchen so 35 Grad. Ja? Und dann schaffen die das, die können sie dann überwintern. Seit 8 Jahren gibt es Bim und Bum. Weihnachten werden wir 9 Jahre alt, genau Weihnachten. Also mir gefällt hier alles und es macht auch viel Spaß. Was gefällt dir am besten? Das Fußballspielen, die Trampoline, alles. Und wie oft warst du schon hier? 8 Mal. Und ist irgendwas gefährlich hier? Oder ja, spannend? Das hier. Das ist gefährlich. Was ist daran gefährlich? Na, man kann hier gegenkrachen, gegeneinander und dann kann es passieren, dass der eine hier die Trampoline sich kriegt. Dann ist das Geschrei groß. Also wir haben hier ganz viele Hüpfebogen, 4 Stück erstmal hier drin. Draußen haben wir auch noch mal 6 Stück. Na, am beliebtesten ist immer der große Wappelberg und natürlich jetzt hier der Drachen, der ja die Kinder frisst. Der hat immer ganz viel Hunger, der frisst die alle auf. Dann der Fußballplatz, da haben wir Brasilien gegen Deutschland Spiele täglich. Und dann unser Krabbellabyrinth, wo die Eltern auch mit rein dürfen. Ne? Und jetzt gerade im Moment die Pferde. Täglich außer Montags von 14 bis 19 Uhr auf und am Wochenende hat es von 10 bis 19 Uhr auf. Du kannst mit dem Baby herkommen, du kannst mit einem kleinen Krabbelkind herkommen und dann leider nur bis 12 Jahre. Also bis zu 1000 Menschen haben wir hier manchmal drin. Also ist mal in der Winterzeit ist es sehr ausgebucht, sehr beliebt. Ja, wenn Schulklassen zu uns kommen, 300 bis 400 Kinder. Aber dann steppt hier auch der Bär. Hier ist das Fair, das ganze große Gebäude. Hier gibt es einen großen Spielplatz mit Trampolin und hinter mir steht so eine Tür. Da kann man reingehen, da ist so ein Raum, da kann man sich versammeln. Was haben Sie denn zum Fair zu sagen? Also das Fair ist eine große Kinder-Jugend-Freizeiteinrichtung hier in Marzahn für Kinder von 8 bis 18 Jahren. Es macht sehr großen Spaß, hier zu arbeiten. Es kommen sehr viele Kinder, wir haben ganz viele tolle Räume. Wir haben eine Werkstatt, wir haben einen Clubraum für Kids und für Jugendliche. Wir haben einen großen Saal, wo man sich austoben kann. Wir haben einen Bandraum und einen Schwarzlichttheatersaal. Das heißt, wir können mit den Kindern ganz verschiedene Sachen hier machen und das macht großen Spaß. In dem Bereich kulturelle Jugendbildung, da machen wir Medienbildung, also das heißt Videoschnitt, Audioschnitt, wir haben ein Radioprojekt, wir haben ein Theaterprojekt, ein neues. Was willst du denn drauf machen? Hallo, mein Name ist Kimberley Maria Solberg-Moll. Wir sind hier im Fair, in der Bastelwerkstatt. Wir basteln hier verschiedene Sachen, Boote, Karten und noch viel mehr. Aber was mir besonders gefällt, ist, dass hier auch viele Menschen sind und dass sich alle hier gut vertragen. Und welche, die sich nicht gerade sehr gut verstehen, die gehen sich einfach aus dem Weg. Das gefällt mir hier besonders. Hier ist meine Karte. Sie bastel ich gerade für meine Mama. Und ich wünsche mir auch, dass meine Mama die besonders schön findet. Und andere Kinder basteln hier auch was für ihre Eltern oder für jemand anderes. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr auch mal hierher kommen würdet. Hier gibt es auch noch eine Disco, am Donnerstag immer ab 10 Jahre bis 16 und Eintritt kostet 50 Cent. Die Mitarbeiter sind hier ziemlich nett. Ja.
ursprünglich waren hier die Slawen ansässig, die slawischen Menschen. Deshalb war auch der erste Name von Marzahn Murzane. Das ist slawisch und heißt so viel wie sumpfiges Gebiet oder am Sumpf gelegen. Und das hat praktisch Marzahn den Namen gegeben, der sich dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiter wandelte bis zum heutigen Marzahn. Unser altes Angerdorf wurde 1300 das erste Mal urkundlich erwähnt. Diese Kirche hier, die wurde erst 1870-71 gebaut. Und zwar, weil die alte Feldsteinkirche baufällig war. Der Taufstein aus der alten Feldsteinkirche. Und das Bezirksmuseum war früher die alte Dorfschule. Ich muss sagen, wir haben sehr, sehr viele Besucher. Nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich weltweit. Wir hatten schon aus den unterschiedlichsten Ländern, ich sage bloß mal Kanada, USA, Österreich, Schweiz, hatten wir schon Besucher, die angetan waren von dem alten Dorf. Das alte Dorf und ringsrum diese Neubauten, diese Hochhäuser, das ist so ein Bild, dass die Leute gar nicht wieder weggehen wollten. Wir sind jetzt hier in Altmarzahn bei dem Denkmal aus dem Jahre 1914. Es ist ein Denkmal von den Dorfbewohnern, die hier damals im Jahre 1914 bis 1918 in einem Zeitraum gelebt haben aus dem Ersten Weltkrieg. Ist das jetzt ein Denkmal von den Dorfbewohnern, die hier in dem Ersten Weltkrieg gestorben sind? Ich habe gerade mal drei. Hallo, wir sind hier vor dem Eastgate. Wie ich weiß, gibt es hier 150 Läden. Und ich sag mal ein paar an, zum Beispiel wie Kinderparadies, C&A, also wie Kleidungs- und Schuhgeschäfte, Süßigkeitenwaren, Spielzeugladen, Lebensmittel, Schmuck. Wann wurde denn das Eastgate gebaut? Oh, das wird im nächsten Jahr schon 10 Jahre alt. Das wurde im September 2005 wurde das eröffnet und nächstes Jahr feiern wir schon 10. Geburtstag. Wir machen ja auch ganz viele Aktionen im Center, wie jetzt zum Beispiel mit den Rennwagen. Hoppala. So oft bin ich nicht im Eastgate, aber wenn ich hier bin, sind mal irgendwelche Veranstaltungen auch für Kinder. Wir haben schöne Kindernachmittage und auch Einkauf für Kinder ist eigentlich auch ein gutes Angebot, kann man nicht anders sagen. Also ich halte zwar ehrlich gesagt selbst nicht so sehr viel davon, von dem Gebäude, aber so ist das schon, ja, für Marzahn eigentlich ganz schön. Ich gehe meistens mit meiner Freundin zum Kinderparadies, weil wir da nach Spielzeug gucken oder nach Freundebüchern oder einfach mal so herumgucken, was da alles so gibt. Dann gehen wir auch manchmal noch in den Schmuckladen. Sie möchte gerne neue Ohrringe haben, obwohl sie hat erst neue bekommen. Ja, und dann gehe ich auch manchmal mit ihr in einen Süßigkeitenladen, weil sie sich etwas holen möchte. Was hat sich denn durch das Eastgate, hat sich da was verändert? Wie war die Einkaufssituation früher? Und was hat sich da hatten wir viele kleinere Geschäfte, so bei uns im Umfeld. Ich wohne ja ein Stückchen weiter. Da hatten wir viele kleine Geschäfte, die sind natürlich alle im Bach runtergegangen, wie das so üblich ist. Aber, naja, es ist ja schon unser schöner Markt, den wir da hatten, der ist auch weg. Es hat sich eben, dadurch FIFA hat sich alles hierher gezogen. Also wir sind hier beim FC Nordost Berlin auf dem Sportplatz Walter Felsensteinstraße. Wir haben insgesamt knapp 500 aktive Mitglieder in unserem Verein. Also sprich von den ganz Kleinen, die ab 4 Jahren hier beginnen bei den Minis, bis zu sogar über 70-Jährigen, die wir haben, die aktiv hier noch im Verein sind.
Wir haben im Jugendbereich haben wir bis auf die A- und B-Jugend nächste Saison alle Altersklassen besetzt, von der C-Jugend runter bis zu den Minis. Unser Einzugsgebiet umfasst eigentlich hier komplett Marzahn-Nord. Alles, was praktisch bis S-Bahnhof Pölschaustraße, vom S-Bahnhof Pölschaustraße bis S-Bahnhof Ahrensfelde reicht, dort kommen unsere Kinder eigentlich her. Wir haben eine Mädchenmannschaft, die spielt als B-Juniorinnen. Dort spielen Mädchen vom Jahrgang 1998 bis 2001. Dort trainieren allerdings auch im Moment ein paar Mädchen mit, die jünger sind, wo wir halt dann gerade versuchen aufzubauen, eine jüngere Mädchenmannschaft, also sprich auch für 2002 und jünger. Die trainieren auch dreimal in der Woche. Unser Verein wurde 1908 gegründet und allerdings als Tonverein, frisch auf Marzahn hieß er damals. Und die erste Fußballabteilung entstand, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, im Jahr 1932. Man spricht ja speziell, ich sage jetzt mal, im Westteil der Stadt immer von Multikulti-Verein. Aber ich denke mal, selbst mittlerweile hier in Marzahn haben wir sehr, sehr viele Nationalitäten mittlerweile in unserem Verein. Also es sind nicht nur jetzt, wie hier in Marzahn halt üblich, die Russlanddeutschen oder auch Polen, sondern auch mittlerweile Jugoslawen, Türken, also eigentlich alles Mögliche mittlerweile. Ja, die spielen auch zusammen. Die spielen auch zusammen. Wir hatten ja auch einen Filipino mittlerweile. Also die spielen alle gemischt. Vietnamesen natürlich. Und da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme in den Mannschaften. Das sind Ananas. Hier sind Honigmelonen, Melonen. Wir haben jetzt hier seit 10 Jahren die Ausgabestelle von Leib und Seele. Wir haben in der Woche 2-mal Ausgabe. Wir sind die größte Ausgabestelle von Berlin und haben im Monat ungefähr 1000 Haushalte, die wir mit ergänzenden Lebensmitteln versorgen. Diese ergänzenden Lebensmittel bekommen wir von verschiedenen Supermärkten hier in der Umgebung aus Marzahn gespendet. Mais, Kohlrabi. Richtig. Was ist das? Hier oben sind Möhren, Radieschen, Bohnen. Und Gurken. Wir leben von Spenden, von überall, wo wir was herbekommen. Und geben es dann, wird das bei uns hier neu sortiert, aufgepackt und geht dann wieder an bedürftige Menschen raus. Eingepackter Salat. Hier ist noch das, was wir an die Bürger auch noch rausgeben, so wie Brühe und so weiter. Und Kekse. Um 15 Uhr beginnt bei uns heute die Ausgabe. Dann kommen die Leute von dort rein. Ich stehe hier vorne und frage die Leute, was sie gerne möchten. Und dann laufen die einmal hier im Kreis rum. Für die Erwachsenen, die bezahlen 1,50 Euro. Und Kinder 1 Euro. Für was? Für die Ware, also für die, das, was sie hier bei uns bekommen. So, und das ist der Schul- und Sportjugendclub Marzahn. Also da braucht man auf jeden Fall ausgebildete Kletterkräfte, Honorarkräfte, wie zum Beispiel den Alex und den Thomas, die von der Bildungsstätte der Sportjugend ausgebildet worden sind und die auch berechtigt und befähigt sind, Kinder zu sichern. Natürlich braucht man dazu Sicherungsequipment, ja, und natürlich eine Kletteranlage. Die gibt es hier schon seit 1995. Ist 8 Meter hoch, der Turm, und es gibt ungefähr 15 verschiedene Routen an diesem Turm. Und die blaue, die jetzt hier einige probieren, das ist die einfachste. Also das Klettern macht Spaß, aber auch, da kriegt man auch manchmal Angst, wenn man von oben runter guckt. Wir haben auch noch eine Beachvolleyballanlage, wir haben Hallenzeiten in der Turnhalle, wir spielen Fußball, Basketball, Volleyball. Und da ist es dumm, wenn man runterguckt. Das darf man nicht machen. Aber sonst war es cool. Luca, piek nach unten. Und wir haben auch noch Hilfe, weil uns jemand hochzieht. Sonst hätte ich jetzt nämlich schon längst verkackt. Also einkaufen tun natürlich die Leute meistens, die hier arbeiten. Das heißt also, die hier Bilder malen, die kaufen dann mal einen Pinsel, eine Farbe, eine Leinwand. Früher kamen auch noch mehr Leute, die mal irgendwas aus dem Künstlerbedarf gekauft haben. Das hat nachgelassen. Man kann hier Folgendes machen. Man kann einmal
einen Lehrgang belegen, Malerei, Grafik. Das heißt also, man lernt die Grundbegriffe der Malerei oder der Grafik, kann selber Bilder entstehen lassen durch eigene Arbeit, die man dann auch mitnimmt. Man kann hier Ölfarben kaufen, Papier, Pinsel, dass man zu Hause kreativ sein kann. Es werden auch Bilder repariert bzw. restauriert oder Rahmen werden restauriert oder es werden Bilder direkt neu eingerahmt. Das ist alles im Programm mit drin. Und es gibt auch mal einen Ratschlag für umsonst, wenn jemand zu Hause nicht klarkommt. Und das ISGEET ist dann natürlich schon wie ein Staubsauger. Der saugt natürlich das Geld schon weg. Ja. Und die Leute, die hier wohnen, muss man leider sagen, kaufen auch nicht unbedingt immer auf der Promenade. Ja. '03 war das hier wirklich ein alter Börsenmagerviehhof und hier in dem großen Gebäude, da haben die Bauern dann um das Vieh gehandelt und das war eine kleine Börse, eine Viehbörse und daher kommt der Name Alte Börse Marzahn. Wir haben ganz viele verschiedene Projekte, wir haben viele Veranstaltungen, private Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen. Vor einigen Wochen hatten wir Fête de la Musique hier auf unserem Marktplatz. Wir haben, wie man hinten sieht, eine Brauerei. Da haben wir auch kleine Veranstaltungen wie gestern Abend, eine Jam-Session, Musiker, Akustikmusik. Und wir engagieren uns auch eigentlich so sehr für soziale und kulturelle Projekte. Was wir hier auf dem Gelände auch haben, sind viele Künstler. Wir haben zum Beispiel von den Tacheles-Künstlern einige hier, die ja geschlossen haben in der Oranienburger Straße. Hier haben wir zwei, das ist die Kerta und der Claudio. Und die haben jetzt eine Metallschmiede hier vor Ort. Und zum Beispiel verschiedene Ateliers, wie mit Goldschmiede, Silberschmiede, ein Cembalo-Bauer. Wir haben einiges hier vor Ort auch noch an Ateliers. Ich habe jetzt ganz schnell gemalt, so schnell male ich sonst nie. Wie viel würde sowas kosten? 5 Euro. Also wir sind gerade hier am Freizeitforum Marzahn und hier sind die drei Statuen. Zwei wurden aus Bronze gegossen und eine ist aus Sandstein. Also die erste Figur ist aus Sandstein, die wurde geschlagen. Und die zweite Figur errichtet sich gerade und die dritte Figur ist befreit. Und da hinten sind noch ein paar Steine, da steht drauf, gefoltert, geschlagen, mit Händen und Füßen und verbrannt, liebt und das wurden noch in den DDR-Zeiten aufgebaut, die Figuren. Und die Wörter kamen erst so in 10 Jahren dazu. Das ist die Zeit, wo, also von Hitler, die Mannschaft, ja, die gefoltert hat und verbrannt. Und das ist die Kegelsportanlage im Freizeitforum Marzahn vom SC Eintracht Berlin, von der Sportabteilung Kegeln. Und wir spielen dienstags und donnerstags. Dienstags mit den Erwachsenen, donnerstags mit den Jugendlichen. Und spielen donnerstags mit den Jugendlichen, trainieren wir donnerstags, damit sie dann sonnabends und sonntags in Berlin in Wettkämpfe gehen können. Es ist eine Bohlebahn, das heißt, die Kugeln müssen auf dem Holz, auf der Holzbohle lang laufen und dann hinten einschlagen. Wir haben hinten 9 Kegel. Die Bahn ist 26 Meter lang und geht 10 cm berg hoch hinten, also ist hinten 10 cm Höhe. Und es stehen hinten 9 Kegeln und es wird dann sowohl Einzelwettbewerbe gibt es hier, als auch Mannschaftswettbewerbe. Und wie lange hat es gedauert, um hier die Kegelbahn fertig zu haben? Die Kegelbahn hat 2 Jahre im Bau gebraucht. 2 Jahre wurde die gebaut. Unsere Jugendlichen waren dieses Jahr besonders erfolgreich. Wir haben bei der Altersgruppe 12 bis 14 Jahre haben wir einen Jugendlichen, der ist dieses Jahr Deutscher Meister geworden in Lüneburg.
Wir haben darüber hinaus einen zweiten Jugendlichen, der ist in der Altersgruppe 15 bis 18 bei den A-Jugendlichen. Der ist deutscher Mannschaftsmeister mit geworden. Wir haben einen Berliner Einzelmeister gestellt. Also die Jugendlichen sind sehr erfolgreich. Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier in einem Interview von unserem Schwimmbad im Fähr. Und wo sind wir hier eigentlich? Wir sind jetzt im Keller vom Schwimmbad im Freizeitforum Marzahn und hier passiert also die Wasseraufbereitung von den Schwimmbecken. Und was für Geräte sind denn hier eigentlich überall? Wir haben hier Umwälzpumpen, wir haben die Chlortechnik, die Mess- und Regeltechnik für die Wasserwerte, dass die alle passen. Wo sind wir denn jetzt, in welchem Raum? Jetzt sind wir im sogenannten Filterhaus, dann also die geschlossenen Sandfilter, wo das Wasser oben reinläuft, über den Sandbehälter, über den Sand, unten rausläuft und dann ins Schwimmbad, ins Becken wieder rein und somit sauber ist. Momentan ist noch ein bisschen weniger los, aber dadurch, dass wir die Eintrittspreise immer etwas günstiger haben wie die Berliner Bäderbetriebe, wird es jetzt in den Ferien auch noch voll am Nachmittag. Durch die Seen, bei dem schönen Wetter, haben wir ein bisschen Konkurrenz, aber vielleicht bekommen wir ja in Marzahn auch noch irgendwann ein Freibad. Wir haben hier mächtig Spaß und wir machen hier am meisten Arschbomben. Und ich und meine Freunde, wir machen es so, wir springen immer hintereinander, ohne Pause. Und wie man sieht, haben die anderen auch ganz viel Spaß. Was hat dir eigentlich alles beim Videoprojekt gefallen? Dass wir zum Beispiel auch in Böhm und Bomb waren und halt, dass wir auch ganz viele Ausflüge gemacht haben. Und dass wir auch zwischendurch eine Pause eingelegt haben. Na, mir hat eigentlich alles gut gefallen, weil ich auch mal die Kamera haben durfte, das Mikro halten durfte und so und Reporter sein konnte. Da hat mir eigentlich auch alles gefallen. Also ich fand es gut, wo wir die Ausflüge gemacht haben und am meisten, wo wir im Bim und Bum waren und bei diesen einen Marzahner in die Kirche waren da bei diesen. Dass wir verschiedene Sachen kennengelernt haben, dass wir auch Kamera gemacht haben und auch dabei lernen durften auch. Und noch eigentlich war es schon. Eigentlich hat mir am besten der Kletterfelsen und der Sportjugendclub gefallen. Und natürlich beim Nordost das Fußballspielen. Also mir hat am Videoprojekt eigentlich alles gefallen. Also am meisten hat es mir gefallen, dass ich halt was Neues kennengelernt habe. Zum Beispiel jetzt halt von Volker die Kamera zu bedienen. Das ist halt eigentlich eine neue Kamera, was jetzt noch nie in so einer Hand hatte. Und mir hat auch gefallen, dass wir verschiedene Orte besucht haben. Zum Beispiel jetzt der Spielplatz Tschechisch Theater oder Tschechow Theater. Ich finde es schön, dass wir heute noch schwimmen gehen können, dass wir heute noch basteln durften und dass ich auch hier abfragen durfte, also erzählen durfte, was wir hier im Fähr machen. Und als wir im Theater waren, da durften wir sogar Kleidung anziehen und mir gefällt auch sehr gut, dass wir auch Verpflegung bekommen jeden Tag.